fehlt mir nur noch Stein und dann haben wir es auch. Womit bekommt man denn viel Stein? Mit der normalen Axt. Mit der Plattenaxt. Mit der Steinaxt? Ach so. Ja. War das nicht mit der Spitzhacke? Da kriegst du viel Kieselsteine, diese Feuersteine raus. Ja, Feuersteine, genau. Davon habe ich jetzt 35 Stück. Ich pack die mal hier rein, falls du welche brauchst. Ich könnte einen Schlafsack bauen, aber vielleicht könnte ich auch ein Bett bauen. Mal gleich gucken. Das ist alles nicht verkehrt. So, jetzt habe ich hier noch eine Fackel auf der 6. Es wird nämlich langsam dunkel. Ich gehe mal was trinken. Mit der Nachtstrunk? Mhm. So langsam brauchen wir was zu futtern, ne? Hast du ein Lagerfeuer gebaut? Ja. Dann kann ich da nichts reintun. Doch, ich könnte ein Stroh reintun, aber wir haben eh kein Fleisch. Was kommt denn jetzt für eine Musik? Die kommt schon mal, wenn es abends ist oder sowas. Oh, ich dachte, die wäre neu. Die ist auch neu. Der Mond steigt auf. Die Nacht bricht herein. Die Räuber kommen aus ihren Höhlen. Ja, wo du es gerade sagst. Wir müssen vorsichtig sein. Auf der Hut. Immer auf der Lauer. Was? Was? Immer den Hut auf. Auf der Hut. Es dampft aus der Hütte. Die Blabberella macht Futter. Ey, Schätzeken, ich komm zum Abendbrot. Was hast du denn Schönes gekocht? Übrigens, das, wie man das sieht. Raptorfleisch. Wahrscheinlich sogar noch teilweise dein eigenes Fleisch, weil der Raptor hat dich ja voll gefressen. Was? Damit isst du jetzt Teile von dir selbst. Na toll, ich hab mich gerade bei dir gehört. Das Feuer ist aus. Und ich habe das Fleisch geklaut. Ist natürlich auch nicht so nett. Brauchst du Fleisch? Nein, ich bin satt. Was ich sagen wollte, wie man sieht, nackt Blabberella gerade an ihrer eigenen Brust. Nein, es sah zumindest so aus. Nee, aber man sieht, ich habe die gute Dame auf Diät gesetzt. Sie hat etwas abgenommen. Oder? Kommt mir das nur so kommt vor? Durch die Dehydration hier in der Wüste und so. Yeah. Alles klar, das heißt, die Haut spannt ein bisschen mehr über dem Speck. Ich krieg ja hier nur Bären, das Fleisch hast du ja weggebracht. Ich dachte, du hättest sie gerade genommen. Oh, es wird kalt. Jetzt wird es auf einmal kalt? Es wird richtig kalt. Selbst am Lagerfeuer wird es einem nicht warm. Oh, tatsächlich. Auch mein Dach. Das ist ja krass. Aber das ist ja wirklich so in der Wüste, ne? Die haben das schon gut gemacht. Ich weiß, dass es in der Wüste nachts fucking kalt wird. Ja. Stimmt schon. So, hast du noch Stroh? Nein, ein Dach schafft man nicht mehr, ne? Ich hab gar nichts. Kann ich vielleicht schon jetzt nicht am Dach machen? Ich habe auch keine Hosen. Mir friert hier gleich der Schniedel weg. Was? Verbindungsproblem. Ich sag, mir friert gleich der Schniedel weg. Ich hab nicht mal Hosen. Hast du noch Fasern? Ich guck mal eben, ob ich deine bauen kann. 15 Fasern habe ich. Ja, okay, alles klar. Reicht nicht. Was macht man denn?
Sauerstoffausdauer. Wo ist denn Nahkampfschar? Ach da, ich sollte gucken. Gewicht ist ja auch wichtig. Boah, ich weiß gar nicht, was ich alles... Gesundheit würde ich eher machen, damit du nicht so schnell krepierst. Dann weglaufen. Mhm. Hunger und Durst habe ich noch gar nicht geskillt. Mhm. Und ich bin mal ganz kurz abgegangen. Mhm. Ist ja eh ganz dunkel. Lederschlafsack. Ja, clever. Also, wo ist hier die Tür? Hier. Ist wirklich arschkalt, das gibt's ja gar nicht. Ja, sammeln, ganz viel sammeln. Wir sammeln Fasern. Oh. Na toll. Soll ich es wagen? Soll ich da hingehen? So, ich bin wieder da. Was machst du da gerade? Ich laufe zu dem Drop. Level 55 zum Öffnen erforderlich. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Dann werde ich mal versuchen, hier die Velociraptorenplatz zu machen. Ich habe gerade mal hier einen Fisch erlegt. Ich springe mal von hier oben ins Wasser rein. Siehst du mich? Komm jetzt, hallo. Soll ich einen Körper machen oder eine Arschbombe? Nee, ich spring jetzt noch. Ich muss gucken. Achso, warte, Sekunde. Ich will den Fisch noch kurz platt machen. Nee, komm, kurz gucken. Vielleicht ist der Airdrop weg. Dann ist es dunkel. Ja? Wo bist du denn? Ach da, okay, ja. Juhu! Okay, meine Güte, wie viel Fisch hat denn der hier? Also wie viel Fisch? Was ist jetzt los? Ich höre so eine komische Sprache. Ich dachte, ich werde angegriffen. Ich habe jetzt... Das ist so am Wackeln und am Flackern, wenn ich schwimmen gehe. Ich habe von diesem einen kleinen Fisch, ja, 54 Fischfleisch bekommen. Ja. Vielleicht sollten wir nicht alle töten, damit die wieder Babys kriegen. Ja, ja, ich habe nur einen. Nein, Quatsch, keine Ahnung, was denn das hier überhaupt ist. Auf jeden Fall haben wir genug zu essen. Ja. Könnten wir Bären sammeln? Ach, keine Ahnung, was wir töten, aber alles Mögliche. Ja, wir bräuchten erstmal. Mal weiterlaufen oder so? Nee, wir sollten erstmal Holz sammeln. Wir sollten mal Holz sammeln hier und Stroh, damit wir mal ein bisschen. Unsere. Nee, ich bin nicht. Aua, du hast mich gehauen. Ja. Das ist die Freunde Anke ist auch. Hier ist irgendwo der Raptor, ne? Ja, deswegen bin ich schon etwas höher. Und, von vorne. Nein, es fehlt immer noch Stroh. Meine Güte. Was? So, wo steckst du? Hier, weiter unten? Nee, das Raptors wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Okay. Und zerhau mir meine Hacke.
So, der Raptor war vorhin da oben irgendwo. Was kann ich denn jetzt herstellen? Oh, gruselig mit der Musik. Das ist schon mal ganz gut. Eine Axt brauche ich gleich auch wieder. Obwohl, wenn die kaputt ist, kann ich die reparieren. So, ich habe schon mal ein Dach gebaut. Das setze ich mal drauf. Ja, so viel Stroh hast du. Sag mal, geben die Pflanzen hier Narkobären? Ja. Alles. Wie immer. Ein paar habe ich rausgeholt. Warte, ich habe hier gerade nur Narkobären rausgekriegt. War Zufall. Der ist Level 3. Kann man K.O. hauen? Ja, ich habe gerade überlegt, ob man den K.O. hauen soll oder zähmen. Was wir davon haben. Haben wir da was von? Bären und sowas, damit wir Narkotik haben. Aber die Frage ist, ob wir überhaupt platt kriegen. Das ist so die Frage, ne? So, wir haben ja hier ein paar Narkobären. Feuer. Ich guck mal kurz da rein. Aber da. Achso, du hast schon Fisch reingekloppt. Ja. Dann tue ich. Ach, ein Dodo könnten wir mal gebrauchen. Irgendwas. Oder. Ich tue mal den Fisch hier so in die. So kühlschrankmäßig. Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine geschlossene Hütte. Dürfte nicht mehr so kalt werden. So, Kartoffelsamen können weg. Hoffen wir mal. Oh, du hast auch schon einen Schlafsack gebaut. Jo. Kann ich gar nicht schlafen. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, der verschwindet irgendwann mit der Zeit. War das so? Ich glaube, den kann man nicht so häufig benutzen. Deswegen gibt es ein Bett. Das ist dauerhaft. Alles klar. Ah, wegen Tierhütten. Ja, vielleicht kille ich den doch mal. Für Tierhäute. Ja. Ja, Fisch gibt leider keine Tierhaut, ne? Ach, der rennt weg. Scheiße, rennt. Pass auf, nicht, dass er die Kollegen holt. Du verhungerst. Ich verhungere? Oh Gott. Haben wir noch Fisch? Ich bin am Verhungern. Dann komm schnell zurück. Wir haben jetzt so viel gekocht hier. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Fisch reingezogen. Ein Level up. Gesundheit. So, was haben wir denn hier? Lederschlafsack. Kiste. Was ist das für eine Kiste? Einfach eine normale Kiste, wo du was reintun kannst. Achso, das ist so eine. Ja. Die ich da schon hingestellt habe. Alles klar, wenn du die da schon hingestellt hast. Mörser. Ach, kann ich noch nicht. Okay. Ich habe den gerade jetzt gelernt, aber mir fehlen Tierhäute dafür. Ja. Das heißt, wir müssen erst noch weiterziehen. Ich habe schon mal Stein geholt. Das tue ich alles in die Kiste für den Mörser. Ja, ich habe schon mal Feuerstein in die Kiste gepackt. So. Schon mal Feuerstein. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Typen da unten killen kann, der da im Wasser...
Ich mach mal den Grill wieder aus. So viel Fleisch brauchen wir gar nicht. Und das Fleisch, das Holz ist hier ein bisschen. Doch, wir brauchen Fleisch. Ich hab keins mehr. Also ich bin hier voll satt. Allein durch, dass ich immer Fasern holen muss, habe ich ganz viel Bären dabei, die ich alle futter. Also ich hab, ich bin nicht voll satt. Ich bin gleich schon wieder ausgehungert und habe jetzt hier noch 3 Fische. Und wenn ich die esse, bin ich zwar satt, aber dann habe ich nichts mehr. Weil du ein Kerl bist. Weiß ich nicht. Meine Diät hat gewirkt. Die paar Kilos, die ich verloren habe als Blabarella. Die, ja. Brauche ich nicht. Ich kill grad mal einen Ankylos. Der kann sich hier nicht wehren, der liegt im Wasser. Denk dran, wenn du keine Ausdauer mehr hast, kannst du nicht mehr richtig schwimmen und läufst ab. Ernsthaft? Also irgendwie so ähnlich, keine Ahnung. Du hast schon wieder auf dich drauf gehauen. Und so ein Scheiß, ja, tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du mir entgegenschwimmst. Ich kill und du klaust mir jetzt die ganzen Sachen, was? Das ist ja Quatsch. Ich hab mitgekillt. Wie kriege ich hier so wenig Tier heute? Musst du die richtige Axt nehmen, nicht die Spitzhacke, ne? Echt? Die richtige Axt. Nein, jetzt ist er weg. Oh. So, brauchst du noch mehr? Ich habe auch was, kann ich dir geben. Komm, ich wollte mal den Käfer da platt machen. Der fette. Obwohl, der vergiftet einen bestimmt. Ich habe 8 Tier heute. Ne, 14. Ölback. Das ist bestimmt ein Flott Öl, kann ich gar nicht fragen, obwohl der sieht gefährlich aus. Take Öl? Tja, heute 25 brauche ich für den Schlafsack. Boah, wie fies ist das denn? Alter Schwede, ich habe dem das Öl geklaut. Echt? Fliegt der weg. Cool. Ja, jetzt fliegt der weg. Kein Problem, kannst einfach angehen, Öl nehmen, fertig. Wie viel gab's? 16. 16 mal Öl. Wofür braucht man das? Das wäre so geil, wenn der dich jetzt angreift dafür, dass ich ihm das Öl geklaut habe. Aber nee, macht er nicht. Keine Ahnung. Also normalerweise, um Benzin herzustellen, dann glaube ich für gewisse Fackeln und so ein Kram zum Räucherfleisch herstellen, aber noch braucht man es nicht wirklich. Bringt uns so ein Tierholz. Was brauchst du? Bringt uns ein Wasserschlauch was hier vielleicht? Der läuft, trocknet so schnell aus. Vielleicht wenn wir loslaufen, ja, wenn wir durch die Wüste laufen. Hm. Aber der verliert halt auch das Wasser. Ja gut, dann will ich die Tür heute dafür nicht verschwenden. Ich dachte eher an einem Bett, damit wir an der gleichen Stelle mal spawnen können. Ja, das wäre ganz gut, nur da hast du, glaube ich, zu wenig Tier heute. Ich habe 46 oder so. Ja, ich habe 4 und ich brauche 25. Ja, komm. Gehen wir, treffen uns an der Hütte. An der Hütte. Oh, wie hoch die Büsche jetzt sind. Ja. Ganz schön hoch. So, was bräuchten wir denn noch? Ich komm mal. Wann denn? Toll, ich will Narkotik herstellen. Geht natürlich nicht, weil ich es noch nicht gelernt habe. So, kann man das denn schon lernen? Ja. Jo. Konservierendes Salz. Wenn du noch Punkte über hast, wie viel hast du denn? Was bist du denn? Welche Level? Bist schon, ja, ich hab's gerade noch geschafft. Ist schon wieder Level 9. Ich, ja. Gibt's ja gar nicht. Oh, was fällt mir denn da runter? Achso, ich bin auch schon Level 8, ne, geht immerhin.
Was hier alles gibt, ein Zelt, ein Bumerang. Ja, bis wir Narkotik-Pfeile herstellen können, das dauert auch noch mal. Das heißt, vielleicht machen wir eine Schleuder und versuchen, die großen Viecher mal mit so einer Steinschleuder zu betäuben. Mhm. Steine haben wir ja jede Menge hier. Ja, den Mörser hast du auch schon gelernt, ne? Ja, ich habe einen hier hingestellt. Soll ich dir eine Fletsche mitmachen? Kann ich gerade herstellen. Konservierendes Salz. Das ist ja nicht schlecht. Lebensmittel konservieren. Ja, wahrscheinlich brauchen wir aber auch die Räucherkammer dazu, ne? Oder den Kochtopf oder was auch immer. Und wo kriegen wir Salz her? Lehm. Ach, cool. Mit Kaktussaft und Sand kann man Lehm herstellen. Für eine Hütte zum Bauen. Für die Lehmhäuser. Ja. Obwohl, die waren noch bei diesem Prime Primitive Mod oder nicht? Was war eigentlich mit dem? Frage ich mich jetzt. Der ist irgendwie so übersprungen worden jetzt dadurch. Den hätten wir auch mal anzocken können. Hätten wir viel mehr Zeit. Ja. So, eine Fletsche für dich. Eine Fletsche für mich, ja. Nimm ich wohl. Eine Kiste. Narkotik. So, So, ich hole mir jetzt erstmal Stein in der Menge. Stein, hast du gesagt? Okay. Ich besorge jetzt jede Menge Steine für die Fletsche. Und dann würde ich vorschlagen, erledigen wir mal da so ein Vieh. Mhm. Okay. Ich hab 10 Steine, wird wohl nicht reichen, ne? Oh, ich würde mal jede Menge einpacken für so ein großes Vieh. Den mit Steine zu betäuben, ich weiß nicht. Das nächste ist Narkotik haben wir da. Bären brauchen wir, um den zu füttern. Und wir sollten gucken, dass wir einen Extrahierten kriegen, der nicht so nah dran steht. Nimmst du Narkotik mit? Ja. Nehme ich. Ich gucke nur gerade nach Fleisch hier. Haben wir's denn? Ich habe schon wieder gar nichts. Ich bin immer noch satt, Alter. Vom Fasern sammeln habe ich so viele Beeren. Die snack ich nebenbei immer. Und es hält schlank. Die Kilos, die so gepurzelt sind, das ist unglaublich. Ja, ich sollte auch noch ein paar. Oh, jetzt mal geschissen. Was war das denn? Jetzt packe ich die mal da unten rein. Bald musst du all deine Kosenamen für mich ändern, wenn ich so rank und schlank bin. Bummel geht nicht mehr. Fässchen geht nicht mehr. Fässchen, ja natürlich. Ey, ich verdurste hier, während ich auf dich warte. Was machst du? Du wartest auf mich? Wo wartest du denn? Ich will hier so ein großes Vieh zähmen. Ach so. Ja, hast du gesagt, ne? Hab ich schon wieder. Das nächste ist, wir bräuchten ja einen Sattel. Guck mal nach, ob du auch einen Sattel für das Tier machen kannst. So, ich lass mal hier, wir haben ja noch ein bisschen. Also ansonsten, die Ankylosse, die da rumlaufen, die sind auch jetzt komme ich. Zumal die auch gut gegen so einen Velociraptor mal ankämpfen können. Also im großen Vieh bin ich mir nicht so sicher, ob das gegen den Velociraptor eine Chance hat.
Das ist so unbeweglich. Wo bist du denn? Dem Flussbett entlang. Richtung Norden. Rechts von der Hütte. Rechts von der Hütte. Oder da, wo wir gerade waren. Kommt drauf an. Wenn du in der Hütte stehst, links. Wenn du vor der Hütte stehst, rechts. Alles klar, jetzt sehe ich dich. Guten Tag. Was möchtest du denn sammeln? Ich habe auch schon einen Schlag drauf, Knüppel. Ja, die Frage ist, ob hier die Steine ausreichen. Und die Frage ist, ob die sich hier alle gegenseitig beschützen. So, wie heißt der gleich nochmal? Der Gute, Level 2, Morellatops. Den willst du schnappen? Ich will erstmal gucken, ob wann man da für einen Sattel macht. Killen wir den nicht mit der mit den Steinen? Wir können da keinen Sattel von machen. Nö, der wird eigentlich ohnmächtig. Level 15, möglicherweise. Was kann man denn nicht machen? Was kann man denn überhaupt für Sattel machen? Oh, der haut mich aber ganz schön mehr doll. Wie, du machst? Bist schon los? Sag doch Bescheid, Alter. Wie? Ich dachte, du haust... Ich stehe hier in der Gegend rum und guck erstmal, ob wir einen Sattel machen können. Habe ich gerade noch erwähnt. Ja, stimmt. Hast du erwähnt. Ja, jetzt... ohne A-Karte. Hol die Lasten von dir ab. So, Onkelos. Alles bringt uns nichts, weil wir hier nichts reiten könnten. Erst ab Level 15. Ich bin Level 11. Na, immerhin. So, jetzt gucke ich mal weiter. Ichthyosaurus. Und die nächsten Sachen alle ab Level 15. Da ist nichts Tolles bei. Wir haben nicht mal einen Velociraptor-Sattel. Viel mehr. Aha. Ein Parasaurus würde auch gehen. Also ja, wir könnten ihn ja nehmen als Schützer oder so, aber wenn da direkt zwei auf mich zulaufen, glaube ich, das ist doch. Die laufen vier Stück rum. Der Ankylos, der ist alleine, den könnten wir vielleicht holen, der kann uns zumindest beschützen. Der Typ ist immer noch sauer. Der ist immer noch sauer auf dich, oh. Dann komme ich mal zu dir und dann machen wir den. Aber ich bin hier gerade, ja, der ist Level 2. Oh, ich sollte auch mal treffen. Kommen gleich beide wieder an, andere Seite, pass auf. Oh, jetzt kommen alle drei an zu gehen. Solange die nicht hier hochkommen, ist alles gut. Ich treffe den gar nicht, die Fletsche ist ja so. Die ist übel. Total billig, ist die Fletsche. Was ist das überhaupt? Das ist nicht mal eine gute Fletsche. Nee. Oh, hinter dir! Wie ist er denn da hochgekommen? Mist. Und den du gezähmt hast, der ist jetzt abgehauen. Na toll. Wieso ist der abgehauen? Ich habe einen gezähmt? Nein, den du zähmen wolltest, der ist jetzt weg und die anderen beiden jagen mich. Ich lock den mal weg. Und jetzt ist der Schlafsack im Arsch. Na toll. Übel, ich hab mir das Bein gebrochen. Oh nein. Ach man. Aber er ist nicht mehr sauer. Meinst du, der ist jetzt noch auf mich sauer, nachdem ich gestorben bin? Ich hab keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so aggressiv aus. Ja, ja gut. Also das verschieben wir auf später. Ja.